wie, was, wo, Donnerstag und wir machen schon einen neuen Schuhkarton, da muss doch irgendwas faul sein, oder? Total. Oh Mann, alles neu macht der November. Und der Donnerstag. Oh, verrückte Geschichte. Ja, wir haben einfach mal gedacht, wir probieren was Neues aus, werden wir uns alle bestimmt auch dran gewöhnen. Und um das gar nicht so groß zu thematisieren, machen wir direkt los mit den ersten paar Schuhe, was wir euch vorstellen wollen. Und das sind die Nike Duck Boots bzw. Winterschuhe, die dieses Jahr so rauskommen. Wir haben einmal eine Flyknit Air Force One Work Boot und wir haben einen Roshe 2. Das ist der speziell für Mädels gemacht wurde. Der nicht? Den gibt es auch für Männer. Okay. Und da fängt eigentlich schon die große Verwirrung an. Denn Nike hat ja nicht nur einen Winterschuh. Die haben noch den ganz normalen, in Anführungsstrichen, Duck Boot von Air Force One, den man schon von den letzten Jahren kennt, mit diesem Sternchen vorne auf der Toebox und dem Leder dann hinten hoch. Dann gibt es aber noch diese Winterized Schuhe. Da gibt es auch noch einen 95er, einen 90er. Es gibt sogar irgendwie die Laufschuhe Winterized. Also da gibt es irgendwie einiges. Dann kommen jetzt diese hier, dann kommen noch Military. Es ist total verwirrt. Ich bin auch schon verwirrt. Du hast so schnell gesprochen, dass ich jetzt schon ganz verwirrt bin. Ja, Presto habe ich ganz vergessen. Kommt auch noch der Utility mit. Auf jeden Fall. Den finde ich gar nicht so schlecht. Sind das jetzt nämlich so diese Sneaker Boots, die wirklich als diese Sneaker Boots laufen? Die kommen heute. Und da eben die zwei, die wir in Händen halten. Ein Lupinec kommt noch raus und ein Presto. Und das, was ich ganz gut finde, ist, dass mir zum ersten Mal diese Sneaker Boots so richtig gefallen. Die letzten Jahre war mir das immer zu bunt gewesen. Da war mir immer zu viel Farbe mit drin. Das ist auf dem Presto noch so ein bisschen, auf diesem neoprenartigen Upper, so ein bisschen bunter. Bei den anderen Schuhen ist es aber relativ einfach gehalten. Und das gefällt mir persönlich ganz gut. Und dann finde ich es auch schön, dass man jetzt so ein wintertaugliches Flyknit gemacht hat. Gefällt mir auch. Also ich bin eigentlich jetzt, gut, das ist jetzt nicht so für mich, aber damit? Ja, komm, sei doch ehrlich. Ich persönlich muss sagen, ich mag das nicht. Also diese ganzen Winterrise-Geschichten auf Schuhen bin ich kein Fan von. Ich finde, man kann auch ganz normale Turnschuhe im Winter tragen. Sicher gibt es Schuhe, die sich vielleicht nicht ganz so eignen, weil sie aus Mesh sind oder ganz, ganz dünn gehalten oder fluffig sind. Aber ansonsten, ich trage auch, ich habe eigentlich schon immer Sportschuhe auch im Winter getragen. Dazu müssen die keine dickere Sohle bekommen oder einen auf Winterstiefel. Weil wenn, dann kaufe ich mir Winterstiefel oder ich kaufe mir Sportschuhe. Als jemand, der noch nie in seinem Leben ein Auto besessen hat, kann ich dir sagen, dass das gar nicht mal so schlecht ist. Okay, der Punkt geht an dich. Du hast recht. Ich steige vor meiner Haustür in ein Auto ein und steige hier zum Dreh vor der Haustür wieder aus. Das ist aber auch dann vielleicht meiner Figur geschuldet. Ne? Aber ich kann dich vollkommen verstehen. Ich finde es auch vollkommen berechtigt, wenn man sagt, so Mensch, du kannst ja auch deinen normalen Sneaker irgendwo im Winter tragen. Ich finde es aber ganz gut, dass es so diese Option, diese Möglichkeit gibt. Hat mich, ich habe so einen Air Force One Duck Boot schon das ein oder andere Mal ein bisschen gerettet, wenn man im Schnee spazieren geht. Finde ich ganz gut. Mein Favorit haben wir gar nicht da. Den Lupinec ist auch der teuerste der Sneaker Boots, die jetzt kommt. 250 Euro müsstet ihr für den hinlegen. 200 in der Herrenausgestaltung für den Flyknit Work Boot vom Air Force One. Bei dem habe ich den Preis gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall 150 für den Presto. Das sind die Sneaker. Der Presto ist super, der gefällt mir. Gefällt mir auch ganz gut. Das ist gut. Aber ist auch so ein bisschen akronymmäßig angetatscht, ne? So mit diesen Reißverschlüssen. Ja. Da hat man sich irgendwie zurückbesonnen. Mensch, was hatten wir denn in den letzten Monaten gemacht? Ja. Wo haben wir noch ein bisschen was über? Ein paar Reißverschlüsse vielleicht? Oh, lass uns einnehmen. Hashtag AirMax96. Naja, das war ein kleiner Seitenhieb, der nicht hätte sein müssen. Wir haben die Schuhe glücklicherweise in einer US-8 Damengröße bekommen. Deshalb können wir euch leider keine On-Feed-Bilder zeigen, sondern machen das aus den Fotos zusammengestellt. Ihr habt unsere Meinung dazu gehört. Ab heute erhältlich. Ja. Und das sind die On-Feed-Bilder. So Kinder, das war das Donnerstags-Neue im Schuhkarton-Video. Wahrscheinlich seid ihr alle genauso verwirrt wie wir. Lasst nicht nur einen Kommentar da, wie euch die Schuhe gefallen, sondern auch, wie euch diese einzelnen Kurzreviews jetzt gefallen. Sagt mal Bescheid, was ihr dazu denkt. Da werden auf jeden Fall noch ein paar in den nächsten Tagen kommen. Keine Sorge. Und dann Daumen hoch. Daumen hoch auf jeden Fall. Empfehlt uns weiter. Und seid euch sicher, das ist ein kleiner Gewöhnungsprozess, aber wir haben uns schon dran gewöhnt. Also wir sind jetzt heute schon eigentlich... Wir sind voll drin. Wir sind schon voll drin. Easy. Also, das ist nicht schlimm. Es tut ein bisschen weh, aber es ist dann okay. Es gibt jetzt mehr Videos. Was will man mehr? So, da spricht der Verkäufer. Ja. Mehr für weniger. Oder ja, kostet euch nichts. Buy one, get one free. Und damit wünschen wir euch einen schönen Donnerstag. Wir sehen uns morgen wieder hier bei Turnschuh TV. Bis dahin. Sind wir jetzt jeden Tag da. Tschüss.